Moin zusammen. Diese Woche ist richtig viel passiert. Wenn es einmal Fahrt aufnimmt und dank des neuen Bauleiters vermutlich auch, geht es dann doch richtig schnell. In dieser Woche sind drei Sachen passiert. Nummer 1. Das Dach wurde gedeckt, wie ihr hier auch schon seht. Innerhalb eines Tages, einen Tag vor Zeitplan. Wir waren ein bisschen überrumpelt und haben es gar nicht so richtig glauben wollen. Die machen gerade die Rückseite, die Jungs, die waren aber echt sehr, sehr fix. Das gibt es gleich auch nochmal in einer etwas langsameren Aufnahme, wie man hier sieht. Aber auch das ist alles andere als langsam. Super eingespielt, wie man sieht. Und ja, das Dach war ruckzuck gedeckt. Wer sich immer schon gefragt hat, wird ein Dach von oben oder von unten gedeckt, kann das hier sehen. Wie man sieht, von unten nach oben. Danke auch an unsere Nachbarn für das Video. Sonst hätten wir zwischendurch nicht so gutes Bildmaterial. So, dann haben wir erstmal mit nicht viel mehr gerechnet, außer vielleicht den Fenstern. Aber bevor die gekommen sind, Punkt 2 diese Woche, sind unverhofft schon die Photovoltaikmodule geliefert und montiert worden. Zwischendurch könnt ihr auch immer mal wieder Material kommen und gehen sehen. Da sind zum Beispiel die Stützen, die die Betondecke im Erdgeschoss abgeschützt haben und auch im Keller, die wurden abgeholt. Neues Material wie die Latten wurden geliefert und hier hinter der unbezahlten Werbung seht ihr am oberen Rand, wie die Module aufs Dach gesetzt wurden. Dann gab es noch mal ein bisschen Wetter. Am rechten Rand des Bildschirms wurde noch was angeliefert. Das ist wahrscheinlich die Isolierung für die Decke im Obergeschoss. Und dann kommen auch tatsächlich schon die Fenster. Punkt 3. Das geht ratzfatz, die da vom Hänger zu räumen. Diesmal kann man auch ein bisschen mehr sehen. Die Originaltür wird auch schon eingebaut. Da ist zwar noch eine Folie drüber, aber wir sind mal gespannt, ob die heile bleibt, weil ein paar Handwerker werden ja noch ein- und ausgehen, bis wir einziehen. Hier könnt ihr auch sehen, wie die Stürze noch gemauert werden mit den Riemchenklinkern über Eck. Das zeige ich euch gleich auch nochmal in der Nahaufnahme. Auch die Handwerker sind oben noch, da wird ein bisschen was am Dach korrigiert, hatte uns der Neubauleiter erzählt. Was genau da schiefgelaufen ist, wissen wir nicht, aber es ist schon weg. Ganz am Ende dieses Zeitraffers gibt es viel Gewusel, das waren wir selber, weil wir auch mit dem Galabauer schon mal einen Blick aufs Gelände geworfen haben. Dazu gibt es aber noch ein separates Video später, das verlinke ich euch dann. Ist diese unterschiedliche Färbung bei den Photovoltaikmodulen normal? Vielleicht können die Experten unter den Zuschauern mal einen qualifizierten Kommentar hinterlassen. Das Dach gibt es nach einem kurzen Ausblick in die unverbaubare Natur Niedersachsens nochmal aus der Nähe. Wann hat man schließlich schon mal die Gelegenheit, sich selbst aufs Dach zu gucken, wenn kein Gerüst mehr dasteht? Da sieht man auch ganz gut, dass die Module so montiert sind, dass sie auf einem Schienensystem laufen und dieses Schienensystem greift wahrscheinlich dann unter die Dachziegel. Genauso ist es hier nochmal die Nahaufnahme für alle, die es brennend interessiert, wie man sowas montiert. Wer sich fragt, was wir für Dachziegel bemustert haben, das sind die tiefschwarz engobierten von Meyer-Holsen. Einer der Sachen, die wir in der Standardausstattung so gelassen haben. Auch zum Standard gehört die weiße Stirnblende mit der schwarzen Kante unten. Das kann man jetzt hier nicht so sehen, ist aber so. Und da haben wir überlegt, ob wir Schiefer nehmen. Ich finde aber so in Live sieht es ziemlich gut aus und setzt sich vor allem schön ab zwischen rotem Klinker und schwarzem Dachziegel. An den Giebelseiten haben wir ja keinen Dachüberstand, aber an den langen Seiten wollten wir es gerne, weil wir Licht von oben haben wollten. Das heißt, hier werden auch nochmal Einbaustrahler verbaut und leuchten dann schön nach unten. Wir werfen einen Blick auf die Klempnerarbeiten. Zunächst einmal das Dach von unten natürlich noch unverkleidet. Da kommen noch ein paar Strahler rein, das heißt, der Elektriker legt da erst seine Leitung und dann kommt da die Verkleidung dran. Wie man sieht, die Dachrinne ist ebenfalls schon montiert. Die läuft natürlich unten noch ins Leere. Da gibt es von Fibruck auch jede Menge Merkblätter, wie dann der Untergrund zu gestalten ist, wenn man eine Terrasse aufbaut und wie das Wasser dann versickern kann bzw. an die Entwässerung angeschlossen werden sollte. Da wird man also nicht alleine gelassen. Beim Thema Fenster möchte ich euch unsere Auswahl zeigen. Hellgraue Lamellen passen ganz gut zur Fensterrahmenfarbe. Das ist RAL 7015, schreibe ich euch gleich nochmal auf. Und an der Südseite seht ihr es hier, haben wir keine Rollläden, sondern Raffstores. Das heißt, die sind in Anthrazit, wenn ich mich richtig erinnere, und passen sehr gut zu den Fensterrahmen. Ihr seht, die Stürze sind auch hier schon verblendet. Da sind, wenn ich mich richtig erinnere, auch Stahlträger hinter. Das heißt, wenn ihr Raffstores plant,
dann ist das auf jeden Fall ein Muss, was allerdings bei kleineren Türen als diesen dreiflügeligen zu erheblichem Aufpreis führen kann, weil da die Verstärkung noch nicht per se mit drin ist. Über der Haustür wird auch noch fleißig gemauert zum Zeitpunkt, als wir da waren. Und so sehen unsere Klinkerriemchen im Profil aus. Das war Teil 1 aus dieser Woche. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert meinen Kanal und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da.